Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rakai Box von Mortel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Rakai von Mortel. Das Ganze ist heute wieder ein etwas besonderes Unboxing, denn ich habe die Box zweimal. Sprich, einmal werde ich sie für euch unboxen und in diesem Video vorstellen und ein zweites Mal bleibt sie original verschlossen und es wird ein Gewinnspiel geben, bei dem ihr diese Box natürlich gewinnen könnt. Mehr dazu am Ende des Videos. Ja, Rakai von Mortel, das erste richtige Release, das erste Box-Release. Laut Mortel ist es nicht sein Debütalbum, sondern sein Debüt-Mixtape. Also er hat Rakai als Mixtape bezeichnet im Interview. Und wir schauen mal in die Box hinein. Wir haben hier schon mal einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass es in dieser Box auch Filmmaterial, also eine DVD geben wird. Und dann werden wir die Folie mal entfernen. So. So sieht das Ganze aus. Also eine sehr klassisch gestaltete Box in Schwarz und Weiß. Wir haben hier auf der Vorderseite groß mittig das M von Mortel und hier unten lesen wir Rakai, ebenfalls in Weiß, ansonsten hier nichts zu sehen. Auf der Seite lesen wir Mortel, hier unten die Flamme, also das Logo von Rakai und hier noch so zwei Streifen. Auf der rechten Seite lesen wir ebenfalls Mortel und auch wieder hier Streifen. Auf der Oberseite auch wieder die Streifen inklusive der Flamme. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Flamme und hier steht eben noch Rakai Music, die Credits und ein Barcode. Also wie gesagt, diese Flamme ist das Logo von Rakai Music. Und was mich sehr freut, es ist keine Standard-Klappbox, sondern der Deckel ist komplett abnehmbar. So, von innen ebenfalls komplett schwarz und dann schauen wir mal, was sich an Inhalt hier befindet. Einmal das Album an sich, dann haben wir die Bantu Bonus EP, die DVD und die Instrumentals. Dann haben wir ein T-Shirt. Ein Bandana, einen Gutscheincode zum Uncut Store, zwei Sticker und ein Poster. Also jede Menge Inhalt in dieser Box, auch hier die Unterseite komplett schwarz ausgekleidet. Machen wir die Box mal wieder zu. So, wie immer werden wir anfangen mit der Album-CD, die ist als einzige verschweißt, die anderen Tonträger bzw. DVD nicht verschweißt. Schauen wir gleich mal hinein. So. Auf der Vorderseite haben wir Mortel. Ein sehr interessantes Design. Wir haben hier einfach einen schwarzen Mann, also mit verdrehten Augen und Gold, das ihm aus den Augen bzw. aus dem Mund rinnt. Rakai lesen wir hier unten noch und hier sehen wir noch eine Goldkette. Also sehr, sehr interessant, kann man natürlich eine Menge reininterpretieren. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben 13 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Sido und Flair, Olexesh und Blut und Kasse, Azad und Nimo, Chelo und Abdi, Marvin Game und SDK
und Massiv. Das sind die Features des Albums. Meine Favoriten beim ersten bzw. zweiten Mal durchhören waren speziell zwei Tracks. Einmal Nummer 7, Rakai Gang, und Nummer 12, Ein Teil von mir. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. So sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier links wie immer das Booklet. Werden wir gleich mal herausholen, wenn ich es schaffe. Ist nicht ganz so einfach. Ah, aber jetzt. Also, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Mortel mit Goldkette, Versace Sonnenbrille und Rauch. Also hier am Rauchen. Dann hier mit Sturmhaube, Sturmmaske. Sieht fast nach einer Live-Aufnahme aus oder von einem Videodreh. Also hier im Hintergrund haben wir auch noch einen Kollegen stehen. Nochmal Mortel alleine, relativ stark im Schatten, also schwer ihn genau zu sehen. Dann hier nochmal mit einigen der Rakais und hier noch Gras in einem Beutel. Und dann haben wir noch die ganzen Tracks aufgelistet, inklusive eben der Infos, wer daran beteiligt war. Auch hier wieder die Versace Sonnenbrille. Und hier nochmal das Logo von Rakai Music. Das ist ja das Label von Mortel. Mortel hat ja nirgendwo gesigned, sondern hat einfach sein eigenes Label mit Kollegen gegründet. Dann haben wir die CD. Die ist auch vom Design her, muss ich sagen, sehr ansprechend. Also komplett in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier in der Mitte dieses silberne M, dieses Mortel-Logo. Gefällt mir richtig gut. Auf der Rückseite nochmal Mortel mit Kriegsbemalung. Und so sieht die CD aus. Ja, dann haben wir die Bonus-EP. Bantu Bonus-EP. Auch wieder hier die Kriegsbemalung. Also hier setzt sich Mortel scheinbar mit seiner Herkunft auseinander. Also aus Afrika. Und dann haben wir hier die 6 Tracks. Wir haben Features von Jalil und Orkan, dann Features von Makabeli und Kalusha, Blunt und Omeka, oder Blunt, muss ich ehrlich sagen, kenne ich leider nicht. Und dann noch Petit Free, Telson, Manio und Savage Black. All tracks produced by Funk and Fleek. Alles klar, also nochmal 6 Tracks extra. Die EP, wie so oft, in einer Papphülle. Hier als Logo wieder die Flamme, das Rakai-Logo. Auch hier wieder in diesem Schwarz-Silber gehalten, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Sehen so aus, auch hier wieder Mortel mit Bemalung. Instrumentals lesen wir hier. Und hier das Mortel-Logo. Ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir noch die DVD. Auch hier wieder Mortel mit Bemalung. 16, FSK 16. Leider ist jetzt hier keine weitere Info, wo genau diese DVD jetzt aufgenommen wurde, also was diese DVD zeigt. Meines Wissens zeigt die so ein bisschen so hinter den Kulissen Mortel, eventuell auch Einblicke in Konzerte. Aber ein bisschen so die private oder hinter den Kulissen Seite von Mortel. Dann haben wir 2 Sticker. Einmal im Hochformat. Mortel und das Logo lesen wir hier. Und dann, einmal im kreisförmigen Format. Rakai Gang und hier wieder die Flamme. Also 2 Sticker an der Zahl. Dann haben wir diesen Gutscheincode von Uncut, Uncut. Uncut, also es ist, glaube ich, immer so ein Streitthema, wie man das Ganze ausspricht. Nachdem es französisch ist, ich spreche es persönlich Uncut aus. Also
Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und auf der Rückseite haben wir natürlich einen Code, den ich jetzt natürlich mal zuhalten werde. Sollte natürlich nur denen vorbehalten sein, die sich auch die Box holen. Aber ich gehe mal davon aus, dass andere Unboxer euch den hier zeigen werden. Limited Box Special lesen wir hier. Gift Card Code, get 15% off your next order online. Okay, also Uncut, je nachdem wie man es ausspricht, das Modelabel von Buba, das ja bekannterweise auch Mortel sponsert. Also der muss für seine Kleidung bei Uncut nicht wirklich bezahlen. Auch hier wieder auf dem Poster Mortel mit Kriegsbemalung. Rakai lesen wir hier unten. Und auf der anderen Seite die Grafik, die wir vom Cover kennen. Also hier mit diesem Gold, das aus Augen und Mund rinnt. Und hier unten Rakai und das Mortel-Logo. Beides im Hochformat. Relativ dunkel und düster. Dann haben wir ein Bandana. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Also wir haben hier diese drei Rahmenlinien und dann in der Mitte jeweils abwechselnd einmal das Mortel-Logo und einmal das Rakai-Gang-Logo bzw. Rakai-Music. Rückseite, ja, glatt schwarz. Und dann haben wir hier noch die Info, womit wir es zu tun haben. Und zwar, wie so oft ist das Bandana von Myrtle Beach. One size, klar. Black. Und das Ganze besteht aus... Ist leider 97, kann man es lesen? 97% Polyester und 3% Baumwolle. Alles klar. Und es wäre noch interessant, ja, Made in China, hier steht's. Okay, und dann haben wir noch als letzten Bestandteil ein T-Shirt. Auf der Vorderseite haben wir das M, das Logo von Mortel. Und hier steht dann nochmal Mortel drunter. Das Ganze sehr klassisch in weiß auf schwarz gehalten. Und was mich sehr freut, wir haben einen Backprint und zwar einen richtig krassen oder richtig großen auch. Rakai Gang sehen wir hier zweimal aufgedruckt und die Flamme. Also ich muss ehrlich sagen, für mich eins der geilsten Shirts, das ich je in so einer Box hatte. Jetzt von der Qualität kann ich es nicht beurteilen, aber rein vom Design. Ich meine schwarz-weiß, klassisch, ja. Aber dass man wirklich, ich stehe generell auf Backprints oder Neckprints, aber dass man hier wirklich das so groß gestaltet hat am Rücken, gefällt mir richtig, richtig gut und ich finde es auch vom Design her sehr gelungen. Also dieses M, auch wenn es eigentlich relativ einfach ist, das Logo, aber mir gefällt das echt, echt, echt gut. Das T-Shirt ist ein, wo haben wir es? Gilden Heavy Cotton Größe L, Made in Nicaragua, 100% Baumwolle. Schauen wir uns natürlich noch im Zusammenspiel mit diesem Bandana an, wie das Ganze in Kombination aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im Brust- bzw. Bauchbereich groß über die ganze Fläche das M von Mortel. Hier unten lesen wir dann noch Mortel, den Schriftzug. Und das Ganze dann in Kombination mit dem dazu passenden Bandana. So sieht das dann aus. Echt gelungen. Das Ganze klassisch in schwarz-weiß und vom Design her, muss ich ehrlich sagen, also das Bandana natürlich ja, entweder so zu tragen oder einfach nur als Halstuch, aber rein ist das T-Shirt, muss ich ehrlich sagen, vom Design her echt, echt sehr gelungen, werde ich auf jeden Fall mal anziehen. So, und vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz kurz etwas zu diesem Wort Rakai. Weil es vielleicht viele von euch noch nicht wissen. Rakai kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt so viel wie Gesindel, Pack. Also ist auf jeden Fall ein, ja, mehr oder weniger Schimpfwort, ein abschätziges Wort. Und es ist für mich sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel Aslak. Also Aslak heißt ja eigentlich asoziale Kanaken.
Aber Haftbefehl und generell die Leute aus seinem Umfeld haben das Ganze eben mehr oder weniger umgewandelt und verwenden das untereinander. Und so ist es eben auch bei Rakai. Also, dass das Mortel verwendet, auch wenn es eigentlich so ein Schimpfwort oder ein abfälliges Wort ist, aber er und seine Leute, seine Gang bezeichnen sich eben so, die sind eben gerne Rakais, die stehen dazu und dementsprechend ist das Ganze daher entstanden. Okay, zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das dazugehörige Bandana, das Poster doppelseitig bedruckt im Hochformat, dieser Uncut Gutscheincode, 15%, die beiden Sticker, einmal im Kreisformat, einmal im Hochformat. Dann haben wir die DVD in der Papphülle, die Instrumentals in der Papphülle, die Bantu EP ebenfalls in der Papphülle und das Album Rakai an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Rakai von Mortel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rakai bzw. falls ihr Mortel unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss kommen wir noch ganz kurz zum Gewinnspiel. Was müsst ihr tun, um diese Box, um diese Rakai-Box gewinnen zu können? Ihr müsst zwei Voraussetzungen erfüllen. Zum einen Abonnent dieses Channels sein, also Unbox Kings auf YouTube abonniert haben. Und zum anderen einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen mit eurer Lieblingsline bzw. eures Lieblingstracks von Mortel. Ganz egal, Lieblingsline, Lieblingstrack, das ist euch überlassen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr bitte eure Abos in YouTube öffentlich habt, sodass ich, wenn ich dann einen Kommentar ausgelost habe, dass ich den dann auch, wenn ich den Benutzer aufrufe, dass ich dann auch beim Abo sehe, dass Unbox Kings abonniert ist. Wir haben heute den 6.10. Das Gewinnspiel läuft genau 4 Wochen, sprich am 6.11. werde ich den Gewinner bekannt geben. Viel Glück, das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.